Liebe Freunde, liebe Zuschauer, heute ist Tag 24 meines Corona-Checks. Heute Morgen hatte ich kurz das Gefühl, das Gespenst kehrt zurück. Aber natürlich, es war nur ein leichter Schnupfen und sonst nichts. Aber irgendwo, das sitzt einem doch im Kopf. Viele beglückwünschen mich ja, dass ich jetzt immun bin. Dann schießt mir immer durch den Kopf: Die Forschung hat noch nicht belegt, wie lange man immun ist. 1-2 Monate? 1-2 Jahre? Ich habe mich übrigens riesig gefreut, dass Christian Lindner sich mehrfach nach meinem Befinden erkundigt hatte. Wir haben ein sehr berührendes Telefonat gehabt. Unsere Bundeskanzlerin dagegen, sie enttäuschte mich. Nein! Keine Enttäuschung, sie beschrieb eigentlich nur nüchtern, dass wir wegen des Mangels an Schutzbekleidung und Masken nicht lockern können. Keine kontrollierte Lockerung, wie sie heute Bundeskanzler Kurz in Österreich ankündigte. Ich habe ja übrigens seit Tag 5 meines Corona-Checks, dem 18.03., beharrlich auf dieses Problem hingewiesen. Doch die heutige Pressekonferenz mit der Kanzlerin, das war eine Konferenz der Angsthasen. Keiner der anwesenden Journalistinnen und Journalisten fragte, warum sich seit Wochen in Deutschland nichts bewegt. Kanzler Kurz dagegen, der hat schlicht und einfach das Problem auf die Einkaufs-, auf die Handelsketten verlagert, die einheimische Produktion angekurbelt, denn die Österreicher brauchen immerhin 4 Millionen Masken jeden Tag. Dass dazu noch der tölpelhafte regierende Bürgermeister von Berlin und sein ebenso tölpelhafter Innensenator den Amerikanern den Verlust von 200.000 Masken in die Schuhe schieben wollten, zeigt, wie desaströs eigentlich die Situation in Deutschland ist. Ganz bizarr. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, trotzdem, gemeinsam stehen wir das durch. Guten Abend.